Hallo, ich habe noch ein kurzes Video für euch vorbereitet. Es geht wieder um die Prüfung Staat Deutsch 1. Schreiben Teil 2. Hier sind ein paar Beispiele zum Teil Schreiben Teil 2. Sie möchten mit Ihrem Freund Tom am Sonntag einen Ausflug mit dem Fahrrad machen. Schreiben Sie Tom eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Wohin fahren Sie? Wo wollen Sie sich treffen? Also, diese drei Stichpunkte sind zu schreiben. Wem schreiben wir? Also unserem Freund Tom. Wie könnten wir anfangen? Hallo Tom oder lieber Tom und dann so weiter. Also versucht es, versucht diesen Brief in den Kommentar zu schreiben. Und wenn ich Zeit habe, kontrolliere ich, ob dieser Brief dann richtig ist. Hier haben wir noch ein Beispiel, Brief Nummer 2. Sie haben eine neue Wohnung und möchten das feiern. Schreiben Sie eine Einladung zu Ihrer Party. Warum schreiben Sie? Wann ist die Party? Was mitbringen? Okay, hier möchtet ihr Leute oder Freunde zu der Party einladen, weil ihr eine neue Wohnung habt. Also, wie können wir anfangen? Zum Beispiel, hallo Freunde oder hallo Leute. Oder ihr könnt auch einfach eine gewünschte Person einladen. Zum Beispiel, hallo oder liebe Anna oder lieber Tom oder lieber Tom und Anna, wie ihr wollt. Okay, versucht auch diesen Brief in den Kommentar daran zu schreiben. Wir machen mit der nächsten Beispiel weiter. Brief Nummer 3. Sie können morgen nicht in den Deutschkurs kommen. Sie sind krank. Schreiben Sie an Ihre Lehrerin, Frau Groß. Warum schreiben Sie? Wann können Sie wieder kommen? Hausaufgaben. Ja, also jetzt schreiben wir an an unsere Deutschlehrerin. Und in diesem Fall ist es die Frau Groß. Das heißt, wir kennen die Person, an der wir den Brief widmen. Wie würden wir dann anfangen? Also, sehr geehrte Frau Groß. Oder wir können auch liebe Frau Groß schreiben. Das ist auch okay, das geht auch. Was müssen wir sagen? Also, Sie können morgen nicht in den Deutschkurs kommen. Wir können das so formulieren in der Ich-Form. Und zwar, ich kann morgen nicht in den Deutschkurs kommen. Ja, den nächsten Satz auch. Sie sind krank. Da können wir auch sagen, ich bin krank. Oder ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Bauchschmerzen und so weiter. Also der Frau groß schreiben, was wir haben, welche Krankheit oder ja. Wann können Sie wieder kommen? Hier schreiben wir zum Beispiel, ich komme am Freitag oder am Donnerstag wieder. Ich komme am Donnerstag wieder. Hausaufgaben, ja, was könnten wir fragen? Wir müssen ja nach den Hausaufgaben fragen. Und zwar können wir sagen, was sind bitte meine Hausaufgaben? Oder welche Hausaufgaben soll ich machen? Oder welche Hausaufgaben muss ich machen? Oder bitte sagen Sie mir meine Hausaufgaben.
Ja. Und dann liebe Grüße oder viele Grüße oder mit freundlichen Grüßen. Wenn wir oben, also Begrüßung mit sehr geehrte Frau Groß angefangen haben, dann können wir unten den Abschied mit freundlichen Grüßen schreiben. Ja. Schreibt auch diesen Brief in den Kommentar. Brief Nummer 4. Sie wollen heute Abend mit einem Freund, einer Freundin ins Kino gehen. Sie sind aber krank und können nicht. Schreiben Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin eine SMS. Warum schreiben Sie? Wie geht es Ihnen? Wann treffen? Gut. Also hier haben wir keine genannte Person, das heißt, da ist kein Name. Wir können einen beliebigen Freund von uns oder Freundin schreiben. Das heißt zum Beispiel, hallo Tom oder lieber Tom oder liebe Anna. Also egal. Ihr könnt auch euren besten Freund schreiben. Zum Beispiel, lieber Petrit oder lieber Chausch oder was weiß ich. Einfach einen Freund von euch oder eine Freundin von euch schreiben, da in diesem Brief kein Name erwähnt wurde. Okay, versucht es auch in den Kommentar zu schreiben. Brief Nummer 4. Brief Nummer 5. Sie möchten im Sommer Deutsch in Deutschland lernen und suchen einen Kurs. Schreiben Sie an die Sprachschule. Okay. Warum schreiben Sie? Wann Deutsch lernen? Welcher Kurs? Okay. Das heißt, ihr habt im Internet eine Sprachschule in Deutschland gefunden. Zum Beispiel Sprachschule Polyglot oder Sprachschule Lingua. Das ist ein offizieller Brief, weil ihr ja an jemanden, eine Schule schreibt. Und ihr wisst, aus dem anderen Video haben wir gelernt, dass wir, wenn wir an einer Sprachschule schreiben wie fangen wir dann an? Sehr geehrte Damen und Herren, oder? Also sehr geehrte Damen und Herren, bla bla bla, von oben, Sie möchten im Sommer Deutsch in Deutschland lernen und suchen einen Sprachkurs, das können wir dann so sagen. Ich möchte im Sommer Deutsch in Deutschland lernen und suche einen Kurs. Ich habe sie im Internet gefunden. Ja, Punkt 2 zum Beispiel, wann Deutsch lernen? Ich möchte im August anfangen oder ich möchte vom 15. August bis wann ihr wollt, halt einen Kurs machen. Welcher Kurs? Kurs, ja, wir sind jetzt bei Startdeutsch 1, das heißt, wir sind bei A1. Wir können auch sagen, ich möchte mich für den Deutschkurs A2 anmelden. Das heißt, wenn ihr mit A1 fertig seid, dann sucht ihr in Deutschland einen neuen Kurs und zwar macht ihr mit der A2 weiter, oder? Ihr könnt dann schreiben, ich möchte mich für den Kurs A2 anmelden. Ja, gut. Versucht auch diesen Brief in den Kommentaren zu schreiben. Ja, das war's, liebe Freunde. Wie immer könnt ihr uns auch Es wäre gut, wenn ihr uns auf Facebook schreiben würdet, dann könnten wir leichter antworten. Also schreibt auf Facebook unter Newborn School, da könnt ihr uns finden, oder Instagram, oder auch WhatsApp oder Viber. Aber es ist viel besser, wenn ihr auf Facebook schreibt oder Instagram. Gut, vielen Dank. Versucht diese Briefe in den Kommentaren zu schreiben. Viel Erfolg!